Die 2000er waren eine echt wilde Zeit, die auch an Super Sentai nicht spurlos vorbeiging. Das letzte Mal haben wir uns die 80er und 90er angesehen. Und lasst uns diesmal also auf das neue Millennium blicken und mal schauen, wie in dieser Zeit die Titel der Super Sentai-Serien wohl auf Deutsch sitzen. 2000. Mirai Sentai Time Ranger. Was könnte ein besserer Start ins neue Jahrtausend sein, als eine Staffel über Zeitreisen? Allerdings sind genau diese im Jahr 3000 gesetzlich verboten. Um dieses Verbot zu überwachen, wird das Time Defense Bureau gegründet. Leider haben sich 4 Mitglieder des Büros vom mafiösen Dondol Nero reinlegen lassen, sodass dieser ins Jahr 2000 fliehen kann. Um die Zeitlinie nun zu retten, reisen die 4 mit ihren Chrono-Changern im Gepäck der Bande hinterher. Das Problem dabei ist, dass sie alle 5 Chrono-Changer gleichzeitig entsperren müssen und so tritt dem Team der Kampfsportler Tatsuya bei. Und somit sind unsere Time Ranger komplett. Mirai heißt Zukunft. Um Time Ranger sollte, glaube ich, klar sein. Wir haben hier also die Zukunftskampftruppe Zeit Ranger. 2001. Chakichu Sentai. Gao Ranger. Vor 1000 Jahren tobte ein Krieg zwischen den Menschen und den Orks. Mit den Power Animals konnten die alten Gao-KriegerInnen die Anführer der Orks besiegen und die Orks endgültig versiegeln. Durch die Umweltverschmutzung wird das Siegel aber langsam aufgebrochen und die Power Animals erwählen 5 neue Gao-KriegerInnen, um gegen die Orks zu kämpfen. Die Gao Ranger. Hyakujū heißt einfach nur 100 Tiere oder Bestien und bezieht sich eben auf die Anzahl der Power Animals. Gao ist eine Lautmalerei im Japanischen für das Brüllen von Tieren. Wir haben hier also die 100-Tier-Kampftruppe Brüllranger. 2002. Ninpo Sentai Harikenja. Als die Abschlussfeier der Hayate-Ninja-Schule stattfindet, wird das Fest von einer Gruppe böser Weltraum-Ninjas überfallen. Der Meister der Schule kann gerade so entkommen, indem er sich in einen Hamster verwandelt und mit seiner Tochter bleibt ihm nichts anderes übrig, als 3 AußenseiterInnen der Schule zu RangerInnen zu machen. Sie sind nun die Harikenja. Ninpo ist ein Kunstwort, das sich aus Nin von Ninja und dem Kanji für Wind zusammensetzt, also frei übersetzt Ninja-Wind. Harikenja kommt von Hurricane und Ranger. Außerdem kann man Ja auch als Person lesen. Also entweder lässt man Harikenja als Eigenname oder man versucht auch so eine ähnliche Kontamination im Deutschen. Wären dann praktisch die Ninja-Wind-Kampftruppe Harikenerson. Das klingt komisch. 2003. Bakuryu Sentai, Abaranger. Wisst ihr, warum die Dinosaurier ausgestorben sind? Tja, dachtet ihr auch, dass ein großer Meteorit alle Dinosaurier getötet hat? Vollkommen falsch. Denn nach Abaranger hat dieser Meteorit die Erde einfach nur in 2 Dimensionen geteilt. In die Dino Earth und die Another Earth, in der wir nun mal leben. In der Dino Earth leben menschliche Ryujin und die dinosaurierhaften Bakuryu zusammen. Der Ryujin Asuka durchschreitet aber eines Tages ein Portal in unsere Welt. Er wird dann von den Evolians verfolgt, die 3 Bakuryus unter ihre Kontrolle bringen wollen. 3 Personen in Tokio besitzen aber die Kraft, diese 3 Dinos zu zähmen und gehen einen Bund mit ihnen ein und werden damit zu den Abaranger. Bakuryu heißen hier die mechanischen Dinos und das setzt sich so ein bisschen zusammen aus dem Wort für Explosion oder Ausbruch und Ryu ist einfach nur Drache und ist auch Bestandteil vom japanischen Wort für Dinosaurier. Abaranger ist eine Mischung aus Ranger und dem Wort Abareru, also sozusagen rasend, wütend sein oder Radau machen. Wir haben hier also die Explosionsdrachenkampftruppe Radau Ranger. 2004, Tokusou Sentai Dekaranger. Der Polizist Akaza Banban wird auf die Erde zur SPD, der Special Police Deka Ranger, versetzt. Gerade als ein intergalaktischer Waffenhändler die VerbrecherInnen mit allem Nötigen versorgt, was sie brauchen, um den Frieden auf der Erde zu stören. Nun ist es an der SPD, ihm unter der Leitung von Doc Kruger das Handwerk zu legen. Tokusou heißt Untersuchungskommission oder Sonderausschuss. Deka ist hier einer dieser Wortspiele, die wir hier in diesem Format sehr häufig antreffen. Im Verlauf der Staffel bekommen wir es mit 10 Deka-Rangern zu tun. Auf Griechisch heißt Deka 10. Allerdings ist Deka auch ein umgangssprachlicher Begriff für Kriminalbeamte, also sowas, was ihr im Englischen unter Cops kennt.
Im Deutschen gibt es ja Bulle, aber das ist ja eher negativ konnotiert und so stark negativ ist Dekka nun auch wieder nicht. Falls ihr euch übrigens für die amerikanische Umsetzung von Dekka Ranger interessiert, ich habe vor kurzem ein Video gemacht über die 5 guten Dinge an Power Rangers SPD. Schaut da doch mal rein. Ich würde sagen, dass die Tokso Sentai Dekka Ranger auf Deutsch die Sonderuntersuchungskampftruppe Kripo Rangers sind. 2005. Maho Sentai Magi Ranger. In einem Krieg zwischen Infertia und Magitobia wurden die Infertia tief unter der Erde versiegelt. Nach 15 Jahren kommen sie frei und sind mega schlecht gelaunt. Wer davon absolut nichts wusste, sind die 5 Ozu-Geschwister. Die erfahren nämlich erst, als ihre Mutter sich als Magi Mother offenbart, dass ihre Familiengeschichte genau in diesem Kriege verwurzelt sind. Als ihre Mutter stirbt, schaffen sie es, ihre Magie zu entfesseln und so werden aus 5 Geschwistern die Magi Ranger. Maho heißt schlicht und einfach Magie und ja, Magi kommt halt eben vom englischen Magic. Ist zwar doppelt gemoppelt, aber diese Staffel heißt wirklich die Magie-Kampftruppe Magie Ranger. 2006. Gogo Sentai Bokenja. Auf der Erde sind die verschiedensten Relikte mit enormer Macht verteilt. Diese werden auch Precious genannt und sind unter verschiedenen Bösewichtern heiß begehrt. Um diesen zuvorzukommen, hat eine Stiftung ein Team an Abenteurern zusammengestellt. Die Bokenja. Gogo ist eine Lautmalerei, die so Rumpeln, Donnern oder Getöse umschreibt. Und Bokenja heißt schlicht und einfach Abenteurer und wird hier in lateinischen Buchstaben wie Ranger geschrieben. Also hier auch ein kleines Wortspiel. Damit haben wir die rumpelnde Kampftruppe Abenteurer. 2007. Jukin Sentai Geki Ranger. Im antiken China wurden verschiedene Kempo-Stile entwickelt. Zu einem der tierbasierte Juken-Stil, der eher eine friedliche Ausrichtung hatte, und eben der Rin Juken Akugata, der sich eher an Insekten orientierte und ja, eher die aggressivere Art war. Unter dem Juken-Zweig hat sich heute die Geki Juken Beast Arts Schule entwickelt, die das Kempo eher als Sport betreibt und lehrt, das Ki der SportlerInnen nutzbar zu machen. Hier Geki genannt. Leider wird ein Schüler der Geki Juken abtrünnig und baut die alte Rinju-Halle wieder auf und erweckt auch alte Rinju-AnwenderInnen zum Leben. Um die Rinju nun zu bekämpfen, unterrichtet Master Shafu Ran und Rets. Aber schon bald sollte ein Junge aus dem Dschungel sich ihnen anschließen, der irgendwie einen besonderen Zugang zum Geki zu haben scheint. Juken heißt schlicht und einfach Tierfaust und Geki steht zwar hier leider in Kana, deswegen kann ich nur raten, aber es kann durchaus sein, dass es von Wut oder Zorn abgeleitet ist. Also die Tierfaustkampftruppe Wut Ranger. 2008. Engine Sentai Go Anja. Eine der 11 Bahnwelten ist die Machine World. In ihr leben sogenannte Engines, Fahrzeuge mit einem eigenen Willen, die einen Krieg gegen die Gaiak führen, die Machine World immer weiter verschmutzen. 3 Offiziere der Gaiak landen aber in unserer Welt und strecken ihre mechanischen Finger nach dieser aus. 6 Engines verfolgen sie am Ende und verbünden sich mit 5 Menschen und zusammen bilden sie die Engine Sentai Go Anja. Hier haben wir ein wirklich nettes Wortspiel mit den Schriftzeichen. Engine bezieht sich natürlich auf das englische Wort für Motor. Allerdings schreibt man es hier mit Hono, also Flamme, und Kami für Gott. Hono liest man auch N und Kami Shin, also Engine, Flammengott. Das genauso klingt wie Motor und diese Kanji passen ja mal so dermaßen gut zu dieser Aussprache. Go-Anja setzt sich aus Go-On, also mach weiter, aus dem Englischen, und dem Wort Ranger zusammen. Hier haben wir also die Flammengötterkampftruppe Mach weiter, Ja, Ranger, whatever. 2009, Samurai Sentai Shinkenja. Seit 8 Generationen kämpfen die Samurai des Shiba-Hauses gegen die Kidoshi, Wesen, die versuchen, den Sanzu-Fluss der Unterwelt zum Überlaufen zu bringen, damit sie genau aus dieser freikommen. Dafür müssen sie Tränen der Menschen einsammeln. Nun muss der jüngste Spross der Shiba den Kampf anführen und sammelt 4 Untergebene, um sich um die Samurai-Sentai Shinkenja anzuführen. Ja, also hier gibt's eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Samurai ist halt Samurai, den kennt, glaube ich, jeder. Und Shinken kennt man auch als Nihonto, also eine Oberklasse der japanischen Schwerter, zu denen zum Beispiel das Katana, das Wakizashi und Co. zählen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut mal in meine Review von der Armchange-Figur von Kamen Rider Gaim, da gehe ich ein bisschen mehr drauf ein. Hier haben wir also die Samurai-Kampftruppe Shinkenja. Jetzt irgendwie schon die langweiligste Übersetzung.
Und damit enden die 2000er. Habt ihr denn schon ein paar von den Serien gesehen und welche hat euch am besten gefallen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Das nächste Mal geht es in die 2010er, da erwarten uns Engel, Piraten, Züge und ein kleines Minecraft-Feeling. Wenn ihr da also nichts verpassen wollt, abonniert mich doch und links neben mir findet ihr auch noch das letzte Video in diesem Format und unten drunter findet ihr 5 gute Dinge an Power Rangers SPD. Viel Spaß damit, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.